Warum ist meine Stirn abgeschnitten? Jetzt muss ich wieder so krumm sitzen. Ups. Entschuldigung. Wann bin ich eigentlich mal nicht krank? Ich bin auch irgendwie selber schuld. Ich meine, okay Leute, ich bin dick angezogen. Ich habe einen Pulli an. Das ist ein Wunder, ich weiß. Normalerweise hätte ich jetzt einen Top an. Ihr kennt mich ja. Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt ein etwas anderes Video. Okay, das sage ich glaube ich in jedem Video. Aber es ist wirklich so. Denn heute kommt kein Beauty-Video. Ich habe nämlich für euch heute meine 4 Lieblings-Netflix-Serien. Denn ich werde momentan sehr oft gefragt, ob ich nicht mal ein paar Netflix-Serien empfehlen kann. Und deswegen dachte ich mir, da ich so oft gefragt werde und ich habe halt 4 Lieblings-Netflix-Serien, die ich sehr gerne gucke. Und da dachte ich mir, da mache ich einfach ein Video daraus. Fangen wir mit der ersten Serie auch schon an. Und das ist auch die erste Serie, die ich geguckt habe. Und das ist Tote Mädchen lügen nicht. Tote Mädchen lügen nicht. Ich lese euch das einmal kurz vor, weil wenn ich das jetzt so erkläre, dann... Ja, Spoiler ich. Und zwar, nach dem verblüffenden Selbstmord einer Teenagerin kommt ein Mitschüler in den Besitz von Kassetten, die das Rätsel um ihren tragischen Entschluss lösen könnten. Also es geht halt um ein Mädchen, die sich das Leben genommen hat und sie hinterlässt halt Kassetten. Dieser Junge, der auch eigentlich eine Hauptrolle für mich spielt, kommt in den Besitz dieser Kassetten und... Er ist natürlich total geschockt, weil jeder, der diese Kassetten besitzt und sich diese Kassetten anhört, ist ja schuld daran, dass sie sich das Leben genommen hat. Und zwar ist jede Kassette sozusagen eine Person, die sie verletzt hat. Egal, ob es jetzt ihre Freundin war, ihre beste Freundin, ihre Mitschülerin, ihr Mitschüler oder ein Ex-Freund von ihr oder die erste große Liebe von ihr. Und dieser Junge ist halt auch dabei und er ist natürlich total geschockt, weil er denkt sich, hä, was habe ich gemacht, dass ich auch dran schuld bin, dass sie sich umgebracht hat. Bei manchen Momenten konnte ich mich auch mit ihr ein bisschen vergleichen und das war schon echt krass dann so zu sehen, wie sie das so, also wie sie halt in dieser Serie damit umgeht auch. Und es ist auf jeden Fall extrem traurig. Ich will jetzt auch nicht weiter drüber reden, also... Weil sonst spoiler ich. Guckt es euch auf jeden Fall an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir zur zweiten Serie. Und zwar The End of the Fucking World. In dieser düsteren Comedy-Serie nach der Graphic Novel, keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen, unternehmen ein psychopathischer Teenager und eine abenteuerlustige Rebellin einen verhängnisvollen Roadtrip. Also das sind halt 2 Teenager und dieser Junge. Lernt halt dieses Mädchen kennen, aber dieser Junge ist halt nicht darauf aus, sie eigentlich kennenzulernen und sie lieben zu lernen oder halt sie zu mögen, sondern er will sie halt umbringen. Nach einer Zeit entwickelt er halt irgendwie Gefühle für sie und sie hauen auch von zu Hause ab und bauen sehr viel Scheiße. Erinnert mich ein bisschen an Bonnie und Clyde, so ein bisschen. Also es ist irgendwie süß mit den beiden, manchmal auch ein bisschen creepy und manchmal auch ein bisschen lustig. Es ist alles irgendwie dabei, aber es ist mega cool gemacht, finde ich. Und im Endeffekt will er die am Ende dann doch nicht mehr töten, sondern ja, macht sich dann Sorgen um sie und hat halt Gefühle für sie. Und die dritte Serie ist Dark. Nach dem Verschwinden eines Kindes begeben sich 4 Familien auf die verzweifelte Suche nach Antworten und der Lösung eines Rätsels, das 3 Generationen umspannt. Ja, es ist ein bisschen... Also man muss, wenn ihr euch diese Serie anguckt, müsst ihr wirklich genau zuhören. Also ich habe wirklich gemerkt, ich musste wirklich noch einen Teil nochmal von vorne gucken, weil ich das erst... Also manchmal habe ich das, dass ich gar nicht richtig zuhöre. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das dann am Ende gar nicht so richtig verstanden habe. Also man muss wirklich, wirklich, wirklich richtig gut zuhören. Aber es ist extrem spannend und auch ein bisschen angsteinflüssend. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Es ist schwer zu erklären, ihr müsst es einfach gesehen haben. Ich gebe euch ein paar Tipps. Illusionen, Zeitreisen, alles, was in der Vergangenheit passiert, entscheidet das, was in der Zukunft passiert. Ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll. Das sind jetzt nur so ein paar Tipps, damit ihr ungefähr wisst, wo es so in, also um was es da ein bisschen in der Serie geht. Ja, guckt es euch einfach an und ihr werdet es verstehen. Wie gesagt, hört nur gut zu und es ist auch ein bisschen gruselig. Serie 4, The Sinner. Als eine junge Mutter einen Wildfremden zu Tode sticht, versucht ein mitfühlender Kommissar, das Motiv zu ergründen und ihre vergrabenen Erinnerungen aufzudecken. Ich weiß auch nicht, wie ich das da genau erklären soll, ohne zu spoilern. Es handelt sich darum, dass die Frau, die Hauptrolle würde ich sagen, am Anfang mit ihrem Mann und ihrem Kind halt zum Strand gehen und sie wollen halt einen schönen Tag miteinander als Familie verbringen. Und vor ihnen sitzt halt eine Gruppe von Teenagern und die lassen halt ein ganz bestimmtes Lied laufen, wovon diese Frau ein Trauma hat. Sie kann sich aber nicht an dieses Trauma erinnern. Nur wenn sie halt dieses Lied hört, löst es irgendwas in ihr aus. Und daraufhin tötet sie halt diesen Teenager. Und natürlich, sie kommt direkt ins Gefängnis und alle fragen sich, okay, warum? Warum hat sie das getan? Ihr Mann ist auch so, wow, was ist jetzt los? Und der Mann weiß halt auch nicht wirklich, was früher passiert ist. Sie hat da mit niemandem drüber geredet. Und sie hat auch eine kranke Schwester damals gehabt, die durch dieses Trauma, also sie hat was erlebt mit ihrer Schwester sozusagen und dadurch ist ihre Schwester gestorben. Was ich nur sagen kann, natürlich sind halt alle deswegen verwundert, so es muss ja irgendein Motiv geben, warum sie halt diesen Junge ermordet hat. Und sie weiß es er selber gar nicht richtig. Also sie weiß es irgendwie, aber nicht genau, weil sie sich nicht an dieses Trauma erinnern kann. Und zwar baut sie ein Vertrauen mit so einem Polizisten oder ich weiß jetzt nicht, was das genau war, auf jeden Fall von der Polizei jemanden, baut sie ein Vertrauen auf und er vertraut ihr auch und glaubt ihr auch und will halt, dass sie sich wieder daran erinnern kann, was ihr Trauma ist, also was sie erlebt hat. Und dann fahren die beiden halt dort auch hin, wo das dann geschehen ist, also wo sie halt dieses Schlimme erlebt hat, um sich halt wieder daran zu erinnern und spielen halt auch den Song ihr vor, damit sie irgendwie sich daran erinnern kann. Und irgendwann am Ende erinnert sie sich auch daran. Das ist mega spannend. Ich glaube, das war auch eins der besten Serien von den vieren. Und die Serie hat mir richtig gut gefallen. Und ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Also die solltet ihr auf jeden Fall geguckt haben. Und ja, mehr sage ich zu dieser Serie auch gar nicht oder zu den anderen Serien, weil sonst spoilere ich auch zu viel. Ich hasse das selber, wenn andere spoilern. Ich habe euch jetzt ein bisschen so erklärt, um was es halt dort ein bisschen geht, damit ihr halt entscheiden könnt, ob das was für euch wäre oder nicht. Und ja, ich hoffe, ich war euch eine Hilfe. Nicht zu vergessen, schaltet die Glocke ein, um keine Videos mehr zu verpassen. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Und abonniert. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.